Wenn man an London denkt, dann denkt man an den Big Ben, die Queen oder an Doctor Who. Doch ein Mann hat sich so sehr in die dunkle Geschichte der Stadt gebrannt wie fast kein anderer. Die Rede ist von Dennis Nielsen. Das heutige Video ist etwas ganz Besonderes für mich. Lange bevor es diesen YouTube-Kanal gab, hat mich das Thema Dennis Nielsen extrem beschäftigt. Bisher habe ich mich nicht an diesen Fall herangetraut, aber einige von euch wissen bestimmt, dass ich im Februar selbst nach London gereist bin und dort auf den Spuren von Dennis Nielsen und seinen Taten war. Die Ergebnisse dieser Reise möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich bei euch noch bedanken für den tollen Support der letzten Wochen. Diese Woche erschien in Deutschland zum Beispiel die Serie Des, in der es um die Taten von Dennis Nielsen geht. Ich musste sie natürlich schauen und jetzt möchte ich mit freundlicher Unterstützung von Edel Music und Entertainment die komplette Serie auf DVD an einen von euch schenken. Ihr könnt entweder auf meinem Instagram-Profil mitmachen oder mir hier in den Kommentaren einfach mit dem Hashtag Des schreiben, welche Serie euch so richtig gefesselt hat. Ende des Gewinnspiels ist der 21.06. Viel Erfolg und zurück zum Video. Ich muss das fragen. Warum haben Sie das getan? Ich hatte gehofft, Sie können mir das sagen. Wie bereits in vielen Fällen beginnt auch der heutige in der Kindheit. Serientäter sind oft geprägt durch eine schreckliche Kindheit. Bei Dennis Nielsen sollte es nicht anders sein. Dennis Nielsen wurde am 23. November 1945 in Schottland geboren. Sein Vater Olaf war Norweger, arbeitete als Soldat und war Alkoholiker. Mit der Familie hatte er nicht viel zu tun. Als Dennis gerade einmal 4 Jahre alt war, packte der Vater seinen Koffer und ließ Dennis mit seinen 2 Geschwistern und seiner Mutter alleine zurück. Die Mutter, Betty White, war mit der Situation extrem überfordert, weshalb sie kurze Zeit später zu den Großeltern von Dennis zog. Der Großvater, Andrew White, wurde wie ein Vater für den jungen Dennis und die beiden hatten eine sehr enge Freundschaft. Andrew war Fischer und oft auf See, was Dennis traurig machte, aber immer wenn er an Land war, gingen die beiden auf lange Spaziergänge an der Küste. Diese Freundschaft sollte knapp 1 Jahr anhalten, denn als Dennis 5 Jahre alt war, verstarb auch sein Großvater an einem Herzinfarkt, als er gerade in der Nordsee fischen war. Es war für Dennis nun das 2. Mal in seinem kurzen Leben, dass eine Vaterfigur ihn verlassen hatte. Er selbst sagte, dass dieses Trauma ihn stark veränderte und er glaubte, dass es zu Teilen verantwortlich war für seine späteren Taten. Am 31. Oktober 1951 wurden die Überreste des Großvaters an die Familie übergeben. Dennis wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sein Großvater nicht mehr am Leben war. Seine Mutter nahm ihn mit, damit er seinen Großvater ein letztes Mal sehen konnte. Sie sagte ihm, dass er schlafen würde. Dennis verstand nicht, was los war, aber er wusste, dass er ab diesem Zeitpunkt vom Tode fasziniert war. Später sagte er darüber: "Meine Probleme begannen dort. Es hat meine Persönlichkeit für immer zerstört." Abgesehen davon war Dennis ein ruhiges, aber aufmerksames Kind. Seine liebsten Kindheitserinnerungen waren die von Picknicks in der schottischen Landschaft mit seinen Geschwistern. Doch nachdem er seinen Großvater verloren hatte, wurde er immer ruhiger und zurückgezogener. Oft stand er alleine am Hafen und beobachtete die Schiffe. Vor seiner Familie versteckte er sich und wollte auch nicht mehr an Familienaktivitäten teilnehmen, da er das Gefühl hatte, dass seine Mutter alle anderen Familienmitglieder mehr liebte als ihn. Er würde kaum Aufmerksamkeit von ihr bekommen und das wäre in seinen Augen äußerst unfair. Seine einzige Freundin war seine jüngere Schwester Sylvia. Bei einem seiner Ausflüge an den Strand im Jahr 1954 wurde Dennis vom Wasser auf das offene Meer hinausgeschleift. Er geriet in Panik und fuchtelte wild mit den Armen umher und schrie nach Hilfe. Er glaubte, dass sein Großvater ihn hören und dann retten würde. Es war jedoch nicht sein Großvater, sondern ein anderer Junge, der ihm das Leben retten sollte.
Es war auch dieser Moment, in dem Dennis das erste Mal eine Art Zuneigung für Männer spürte. Kurz nach diesem Vorfall zog Dennis' Familie aus dem Haus seiner Großeltern aus und gemeinsam mit seiner Mutter und zwei Geschwistern zogen sie in eine eigene Wohnung. Betty sollte in den darauffolgenden Jahren einen Bauunternehmer namens Andrew Scott heiraten, mit dem sie noch einmal 4 Kinder bekam. Anfangs lehnte Dennis den neuen Stiefvater ab, jedoch respektierte er ihn über die Jahre immer mehr. Im Jahr 1955 zog die Familie dann in einen Ort namens Stricken. Im Laufe der Zeit merkte Dennis dann immer wieder, dass er sich zu seinem eigenen Geschlecht hingezogen fühlte. Vor allem war er aber interessiert an anderen Jungs, die aussahen wie seine jüngere Schwester Sylvia. Er selbst erzählte danach auch, dass er seine Schwester öfters ungefragt anfasste und belästigte, so wie seinen Bruder während dieser schlief. Als Dennis dann 14 Jahre alt wurde, merkte er, dass er sich in dem abgelegenen schottischen Ort langweilte. Es zog ihn nach draußen in die Welt, auch weil seine Familie ärmer war als der Durchschnittsbürger und Dennis das Gefühl hatte, dass er kein erfüllendes Leben bei seiner Familie leben konnte. Die Möglichkeiten auf einen guten Job hielten sich in Grenzen. Er schloss 1961 die Schule mit überdurchschnittlich guten Noten ab und arbeitete daraufhin für eine kurze Zeit in einer Konservenfabrik. Dort blieb er für 3 Wochen, bis er beschloss, dass er sich der Armee anschließen wollte, um dort eine Ausbildung zum Koch zu machen. Er bestand die Aufnahmeprüfung, obwohl Sport für ihn eins der weniger erfolgreichen Schulfächer gewesen war. Im September 1961 wurde er dann offiziell für 9 Jahre einberufen, um in Hampshire in der St. Omer Barracks seine Ausbildung zu beginnen. Für Dennis begann dort die glücklichste Zeit seines Lebens nach eigener Aussage. Er vermied es zwar, mit anderen Kameraden zu duschen, da er seine Neigung geheim halten wollte und Angst hatte, dass er dort auffallen würde, aber ansonsten hatte er Spaß. Bis 1967 stand Homosexualität auch unter Strafe, vor allem im Militär. Des Öfteren nahm er auch an Paraden teil, die sogar von der Königin besucht wurden. Im Jahr 1964 bestand er dann seine Prüfung und wurde einem Bataillon in Osnabrück, Westdeutschland zugeteilt. Dort diente er fortan als Gefreiter. Kameraden bemerkten in Osnabrück dann, dass Nielsen sich häufig betrank, meist bis zur Besinnungslosigkeit. Er selbst tat dies nach eigener Aussage, um gegen seine Schüchternheit anzukämpfen. Einmal trank er so viel, dass er am nächsten Morgen in der Wohnung eines deutschen Mannes aufwachte. Es gab zwar keinen körperlichen Kontakt, jedoch fing er ab diesem Punkt an, Fantasien darüber zu haben, dass sein Gegenüber bewusstlos oder passiv war und er sich an ihm austoben könnte. Dies ging so weit, dass Dennis vor Kameraden manchmal so tat, als wäre er betrunken, in der Hoffnung, dass seine Kameraden sich an ihm vergehen würden. Die Kameraden bemerkten davon aber nichts, denn Dennis ging jeden Sonntag mit in die Kirche und betete dort mehr als alle anderen. Nur seine Leidenschaft für Grusel- und Horrorgeschichten machten den Kameraden Sorgen. Bei einem Besuch in einem Kriegsmuseum war er besonders fasziniert von Gegenständen, die dort ausgestellt wurden, die in echten Verbrechen genutzt wurden, wie zum Beispiel einer alten Badewanne. Nach 2 Jahren in Osnabrück kehrte er dann zurück in seine alte Kaserne, wo er seine offizielle Prüfung als Koch ablegte. Danach wurde er als Koch in Norwegen eingesetzt. 1967 kochte er dann im Gefängnis von Al-Mansura im heutigen Jemen. Dieser Einsatz war deutlich gefährlicher und einige seiner Kameraden überlebten die Zeit dort nicht. Einmal wurde Dennis sogar von einem Taxifahrer entführt, der ihn dann in den Kofferraum des Taxis sperrte. Als er ihn dort herausholen wollte, konnte Dennis einen Wagenheber greifen und seinen Angreifer bewusstlos schlagen und fliehen. Seine Fantasien wurden in der Zeit daraufhin aber nur düsterer. Er stellte sich oft die Begegnung im Taxi vor und dachte an all die Soldaten, die er verloren hatte und die leblosen Überreste, die er gesehen hatte. Nachdem seine Zeit dort zu Ende war, kehrte er erneut in das Vereinigte Königreich zurück, diesmal nach Devon. Dort musste er für 32 Personen täglich kochen. 1969 wurde er dann nach Zypern versetzt und etwas später dann nach West-Berlin. Dort hatte Dennis sein erstes Mal mit einer Frau, die er für diese Dienste bezahlt hatte.
Für ihn selbst war diese Erfahrung aber eher deprimierend, aber trotzdem prahlte er vor seinen Kameraden damit. Er reiste danach noch etwas umher als Koch, kochte für die Queen's Royal Guard und wurde 1971 schließlich auf die Shetlandinseln versetzt, wo er im Oktober 1972 seine Militärkarriere beendete. Bis zum Ende des Jahres lebte er dann wieder bei seiner Familie. Die Zeit war für ihn sehr stressig, da seine Mutter immer wieder den Wunsch nach einer Schwiegertochter äußerte und er sich lieber auf eine Hochzeit konzentrieren sollte, statt auf seine Karriere. Nachdem sein Bruder ihn dann in einem Streit vor seiner Familie outete, brach er den Kontakt zu seiner Familie ab, bewarb sich bei der Metropolitan Police in London und zog im Dezember noch in die Stadt, um dort mit der Ausbildung zu beginnen. Zwischen dem Dezember 1972 und April 1973 machte Dennis dann die Ausbildung zum Polizisten, welche er 1973 im April abschließen konnte. Nach dem Abschluss wurde er im Stadtteil Willesden Green eingesetzt. Es war eine Umstellung zur Armee, denn es herrschte hier eine ganz andere Kameradschaft. Auch durfte er in dieser Zeit selbst einige Festnahmen durchführen, ohne jedoch selbst jemanden überwältigen zu müssen. Er fühlte sich oft einsam in seiner Wohnung in London, weshalb er oft alleine trank, und im Sommer 1973 war er oft in Londoner Pubs unterwegs, wie zum Beispiel dem Golden Lion Pub. Interessanterweise war es auch dieser Pub, in dem der Serientäter Colin Ireland und andere ihr Unwesen trieben. Dennis ging ein paar lockere Beziehungen mit anderen Männern ein, jedoch hatte er oft das Gefühl, dass er nur seinen Körper lieh und keinen inneren Frieden damit finden konnte. Er kam schließlich auch zu dem Entschluss, dass sein Beruf nicht vereinbar sei mit seinem persönlichen Lebensstil. Er kündigte deshalb im Dezember diesen Jahres bei der Polizei und sein leiblicher Vater verstarb auch im selben Jahr und hinterließ seinen Kindern 1000 Pfund. Sein nächster Job war dann als Wachmann zwischen dem Dezember 1973 und Mai 1974. Da ihm diese Stelle aber zu unsicher war, suchte er sich eine neue Anstellung. Dieses Mal als Beamter im Arbeitsamt. Das, was ihr hier gerade seht, ist sein Arbeitsplatz heute. Vor wenigen Jahren war es noch ein Café und die meisten Leute wussten wahrscheinlich nicht mal von der Geschichte des Gebäudes. In diesem Gebäude hatte er dann die Aufgabe, Arbeitsplätze für ungelernte Arbeiter zu finden. Er machte seine Arbeit recht gut, auch wenn er oft nicht zur Arbeit erschien und einen Eindruck für seine Kollegen machte, als wäre er sehr einsam. 1979 wurde er dann zum stellvertretenden Geschäftsführer befördert und ab 1982 arbeitete er in einem anderen Jobcenter in Kentish Town. Dort war er bis zu seiner Verhaftung tätig. Tatsächlich war Dennis sehr einsam. Er hatte 3 gescheiterte Beziehungen in London hinter sich, mit einem Partner lebte er sogar eine Zeit lang zusammen. Er trank jeden Abend Alkohol, arbeitete Überstunden, um nicht alleine zu Hause sein zu müssen und frequentierte viele Pubs. Sein erstes Opfer sollte er dann in der Cricklewood Arms Kneipe treffen. Der 14-jährige Stephen Holmes hatte versucht, Alkohol am 30. Dezember 1978 zu kaufen. Als Dennis sah, dass der Junge keinen bekam, lud er ihn zu sich nach Hause ein mit dem Versprechen von Alkohol und Musik. Dennis hatte ihn nicht nach seinem Alter gefragt, er ging aber davon aus, dass Stephen mindestens 17 Jahre alt gewesen sein muss. Die beiden betranken sich bei Dennis zu Hause und schliefen ein. Als Dennis am nächsten Tag aufwachte, hatte er extreme Verlustängste, weshalb er beschloss, dass er den Jungen über den Jahreswechsel bei ihm behalten sollte. Ob er das wollte oder nicht. Dennis griff also nach einer Krawatte und nahm dem 14-Jährigen damit das Leben. Danach legte er Stephen in seine Badewanne, bevor er ihn aufs Bett legte. 8 Monate lang versteckte er die Überreste von Stephen unter seinen Bodendielen, bevor er diese am 11. August 1979 hinter seinem Haus verbrannte. Am 11. Oktober 1979 lernte er dann in einem Pub einen Studenten aus Hongkong namens Andrew Ho kennen. Auch hier versuchte er Andrew das Leben zu nehmen, nachdem er ihn in seine Wohnung gelockt hatte. Andrew konnte jedoch aus der Wohnung fliehen und die Polizei rufen. Dennis wurde zwar befragt, jedoch erstattete Andrew keine Anzeige. 2 Monate später, am 3. Dezember 1979, war der 23-jährige Student Kenneth Ockenden in London unterwegs.
Er war aus Kanada ins Vereinigte Königreich gereist, um dort seine Familie zu besuchen. Als er eines Abends nichts vorhatte, ging er im West End von London in einen Pub, um zu trinken. Im Pub traf er dann auf Dennis Nielsen, der ihm sagte, dass er ihm Sehenswürdigkeiten in der Stadt zeigen könnte, wenn er Lust hätte. Die beiden fuhren also durch London und wurden später in einem Späti gesehen, wie sie Whisky, Rum und Bier kauften. Danach gingen sie zur Wohnung von Dennis, wo er dem Studenten mit dem Kabel seines Kopfhörers das Leben nahm. Er schenkte sich daraufhin ein Glas Rum ein und hörte mit den Kopfhörern von Kenneth weiter Musik. Am Tag drauf ging Dennis dann in einen Laden, um sich eine Polaroid-Kamera zu kaufen. Damit machte er verschiedene Fotos von den Überresten von Kenneth, wovor er mit diesen kuschelte und sie gelegentlich in den nächsten 4 Wochen immer wieder auf seinen Sessel setzte, während er fernsah. Der 16-jährige Martin Duffy sollte dann das dritte Opfer von Dennis werden. Er war von zu Hause weggelaufen und schlief zu der Zeit am Bahnhof Houston. Er traf am 17. Mai 1980 auf Dennis, nachdem er von der Polizei verhört wurde, weil er ohne Fahrkarte Zug gefahren war. Dennis bot ihm eine Mahlzeit und ein Bett für die Nacht an, was der Junge natürlich dankend annahm. In der Wohnung angekommen, legte der Junge sich schlafen, kurz bevor Dennis ihm das Leben nahm. Die dunklen Triebe wurden nach dieser Tat immer stärker in Dennis, weshalb er im selben Jahr noch 5 weiteren Männern das Leben nahm. Von diesen 5 Männern konnte bis heute nur einer als der 26-jährige William Sutherland identifiziert werden. Die restlichen 4 konnten bis heute nicht zugeordnet werden. Auch Dennis selbst sagte später, dass er sich nur vage an diese Taten erinnern würde. Alle Überreste verstaute er irgendwann unter den Dielen in seinem Wohnzimmer. Dadurch kamen aber immer mehr Insekten in seine Wohnung und der Gestank war unausstehlich. Er versuchte den Geruch mit Deo zu übertönen und er sprühte jeden Tag mehrfach Insektiziden, jedoch ohne großen Erfolg. Deshalb verbrannte er alle Überreste am Ende des Jahres 1980. Damit niemand das brennende Fleisch riechen konnte, warf er noch alte Autoreifen auf das große Feuer hinter seinem Haus. Nachdem das Feuer abgebrannt war, zerstörte er die hinterbliebenen Knochen mit einer Hake. Das Jahr 1981 begann und Dennis hatte immer noch extrem düstere Triebe in sich. Um den 4. Januar herum war er dann wieder im Golden Lion Pub in Soho unterwegs, als er auf einen Mann traf, von dem man heute ausgeht, dass er 18 Jahre alt war und aus Schottland kam. Sein Name ist nicht bekannt. Auch diesen Mann lockte er mit dem Versprechen von mehr Alkohol in seine Wohnung, bevor ihm das Leben nahm und unter den Dielen versteckte. Er meldete sich einige Tage später krank und bis April 1981 nahm er noch 2 weiteren Männern das Leben. Bei diesen 9 Opfern fing Dennis an, sie zu sezieren und ihre Organe in der Nähe zu verbrennen oder im Hausmüll zu entsorgen. Wahrscheinlich erhoffte er sich, dass er so den Geruch länger fernhalten konnte. Am 17. September 1981 sah Dennis dann den 23-jährigen Malcolm Barlow vor seiner Wohnung stehen. Er hatte Medikamente gegen Epilepsie genommen und erzählte Dennis, dass er dadurch schwache Beine hatte. Dennis brachte den Mann in seine Wohnung und rief einen Krankenwagen. Am nächsten Tag wurde Malcolm aus dem Krankenhaus entlassen und er kehrte zu Dennis zurück, um sich bei ihm zu bedanken. Sie tranken gemeinsam Alkohol, bevor Dennis auch ihm das Leben nahm. Wieso er ihn bei dem ersten Treffen verschont hatte, ist unklar. Am 5. Oktober 1981 zog Dennis dann aus seiner Wohnung aus, da die Vermieterin die Wohnung renovieren wollte. Er zog daraufhin die Dachgeschosswohnung 23D Cranley Garden im Stadtteil Muswell Hill. Kurz vor seinem Auszug verbrannte er aber noch die 5 Überreste, die er in seiner Wohnung aufbewahrt hatte. Da er nun eine Dachgeschosswohnung hatte, konnte er seine Opfer weder in einem Garten verbrennen, noch unter den Bodendielen verstecken. Deshalb griff er auch fast 2 Monate lang niemanden an, außer einen 19-jährigen Studenten, bei dem er aber aufhörte, bevor dieser sein Leben verlor. Erst im März 1982 traf er dann auf den 23-jährigen John Howlett in einem Pub in der Nähe des Leicester Squares. Wieder lockte Dennis ihn mit dem Versprechen von Alkohol in seine Wohnung, wo die beiden erst tranken und dann ein Kampf entbrannte, bei dem Dennis den Mann erwürgte.
Da John sich aber so stark gewehrt hatte, hatte Dennis noch eine Woche nach der Tat Spuren am Hals. Im Mai 1982 begegnete er dann dem 21-jährigen Carl Stotter in einem Pub in Camden. Er lud ihn zu sich nach Hause ein, wo er versuchte, den Mann zu erwürgen, ohne Erfolg. Zwar war Stotter bewusstlos geworden, jedoch schaffte Dennis es nicht, ihm das Leben zu nehmen. Als Stotter dann am nächsten Tag aufwachte, erzählte Dennis ihm, dass er sich fast am Reißverschluss des Schlafsacks stranguliert hatte und Dennis ihm das Leben retten musste. Zu dieser Zeit war es auch, als Dennis befördert wurde. Kurz darauf traf er den 27-jährigen Graham Allen, den er auf ein Essen einlud. Auch hier erinnerte sich Dennis nicht mehr genau an die Tat, sondern nur daran, ihn irgendwann erwürgt zu haben. Dennis meldete sich am 9. Oktober krank, wahrscheinlich um eine Sezierung durchführen zu können. Sein letztes Opfer sollte dann der 20-jährige Stephen Sinclair am 26. Januar 1983 werden. Die beiden wurden dabei beobachtet, wie sie gemeinsam zur Tube gingen. In der Wohnung von Dennis bemerkte er dann, dass Stephen vor wenigen Tagen versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Auch ihm nahm er mit einer Krawatte daraufhin das Leben. Auch hier führte er eine Sezierung durch und versuchte dann, die Überreste in der Toilette hinunterzuspülen. Am 4. Februar schrieb Dennis dann einen Brief an seinen Immobilienmakler, dass die Abflüsse verstopft seien. Die Situation sei für ihn und andere Mieter unerträglich. Der eigentliche Grund war, dass er durch das Herunterspülen der Überreste die Leitungen blockiert hatte und nun seine Küche voller Überreste war, jedoch konnte er das niemanden wissen lassen. Auch seinen Bekannten ließ er keinen Einlass in seine Wohnung, als diese ihn besuchen wollten. Dennis wusste es noch nicht, aber mit dieser Aktion entlarvte er sich schließlich selbst. Natürlich wurde auf die Beschwerde reagiert und am 8. Februar 1983 kam jemand aus der Firma Dynorod vorbei. Der Mitarbeiter Michael Catron öffnete im Zuge der Kontrolle einen Abflussdeckel an der Seite des Hauses und bemerkte, dass eine fleischartige Substanz den Abfluss blockierte. Da es bereits Abend war, beschloss Michael am Tag darauf nochmal vorbeizukommen. Bevor er aber ging, sprach er noch mit Dennis Nielsen und seinem Vermieter. Dennis sagte nur, dass die Knochen im Fleisch aussehen wie die von Kentucky Fried Chicken. Am nächsten Tag kam Michael mit seinem Vorgesetzten um 7.30 Uhr morgens zurück. Sie sahen, dass die Fleischfetzen und Knochen zur Dachgeschosswohnung führten. Sofort wurde die Polizei gerufen. Die Überreste wurden ins Labor gebracht, wo herausgefunden werden konnte, dass es sich in der Tat um menschliche Überreste handelte. Eine Befragung der Mieter ergab dann, dass die Wohnung Dennis Nielsen gehörte, weshalb einige Polizisten vor der Wohnung auf die Rückkehr von ihm warteten. Als dieser dann nach Hause kam, fragte er die Polizisten, wieso diese sich um verstopfte Abflüsse kümmern würden. Die drei Polizisten baten daraufhin um Eintritt in die Wohnung. Direkt kam ihnen der Geruch von verfaultem Fleisch in die Nase, als sie die Wohnung betraten. Ein Polizist sagte ihm dann, dass er hier sei, weil die Überreste im Abfluss menschlich seien. Dennis tat so, als wäre er geschockt und fragte, wieso etwas passieren könnte. Der Polizist sagte daraufhin, dass er aufhören sollte mit der Show und ihnen sofort sagen sollte, wo die anderen Überreste seien. Dennis sagte daraufhin nur, dass sie in Plastiksäcken im Schrank seien. Auf die Frage, ob es noch mehr gäbe, sagte Dennis: Das ist eine lange Geschichte. Sie reicht lange zurück. Ich werde Ihnen alles erzählen. Ich will's loswerden, aber nicht hier, sondern auf dem Polizeirevier. Auf dem Weg zum Revier fragte der Polizist dann, ob es sich um eine oder zwei Personen handeln würde, woraufhin Dennis nur sagte, eher 15 oder 16. Bei der ersten Verhörung am 10. Februar gestand er dann die letzten drei Taten, auch wenn er bei manchen keine Namen nennen konnte. Des Weiteren gab er 13 weitere Taten in seiner alten Wohnung zu. Er zeigte der Polizei daraufhin die Stelle im Garten, wo er die Überreste vergraben hatte, und immer mehr Überreste wurden aus seiner Wohnung geborgen. Nach englischen Gesetzen hatte die Polizei nun 48 Stunden Zeit, Dennis Nielsen anzuklagen oder freizulassen. Er wurde zuerst nur im Fall von Stephen Sinclair angeklagt, weil es hier eindeutige Hinweise auf die Identität von Stephen gab.
Bei den Befragungen wurde Dennis dann von einem Anwalt vertreten. Insgesamt wurde er 16 Mal befragt, mit einer Gesamtlänge von 30 Stunden. Auf die Frage nach einem Motiv antwortete Dennis nur, dass er hoffe, dass die Polizei ihm diese Frage beantworten könne, denn er würde nicht wissen, wieso er all diese Taten begangen habe. Er erzählte den Polizisten trotzdem von all den Dingen, die er mit den Überresten anstellte, erzählte, wie schön er den Anblick fand und dass er einmal fast weinen musste vor Freude. Auf die Frage, ob er Reue für sein Verbrechen empfinde, antwortete Dennis nur: Ich wünschte, ich hätte aufhören können, aber ich konnte nicht. Ich hatte keinen anderen Nervenkitzel oder das Gefühl von Glück in meinem Leben. Am 11. Februar 1983 wurde er dann offiziell wegen der Tat an Stephen Sinclair angeklagt. Später wurde die Anklage auf 6-fachen Mord erhöht und der Prozess begann am 24. Oktober 1983. Dennis Nielsen plädierte auf nicht schuldig. Dabei ging es nicht darum, ob er die Taten begangen habe oder nicht, sondern um seinen geistigen Zustand während der Taten. Laut der Verteidigung habe Dennis unter verminderter Zurechnungsfähigkeit gehandelt. Er sei nicht in der Lage gewesen, einen Vorsatz zu fassen, weshalb er höchstens wegen Totschlags angeklagt werden sollte. Im Laufe des Prozesses kamen viele Überlebende von Dennis in den Zeugenstand und erzählten von ihren Erlebnissen. Auch wurde der Fund beschrieben und was man in seiner Wohnung sonst noch fand. Der Prozess ging eine Woche lang, bevor sich die Jury am 3. November 1983 zurückzog. Dennis Nielsen wurde in allen 6 Fällen für schuldig befunden und er wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt mit einer Möglichkeit auf Freilassung auf Bewährung nach mindestens 25 Jahren. Nach der Verurteilung wurde er in die Strafvollzugsanstalt Wormwood Scrubs verlegt. Er hatte dort eine eigene Zelle und durfte sich mit den anderen Insassen in einem Raum befinden. Im Dezember diesen Jahres wurde er dann von einem anderen Häftling mit einer Rasierklinge angegriffen. Die Verletzungen mussten mit 89 Stichen genäht werden. Danach wurde er in das HMP Parkhurst verlegt, bevor er 1990 ins HMP Wakefield verlegt wurde. 1991 wurde er dann aus Sorge um seine Gesundheit in eine Abteilung für gefährdete Gefangene im HMP Full Sutton verlegt, wo er bis 1993 blieb. 1993 kam er dann in das HMP Whitemore, wo er mit verstärkter Absonderung von anderen Häftlingen leben musste. Im Jahr 1994 wurde seine Möglichkeit auf Bewährung durch eine lebenslange Haftstrafe ohne Möglichkeit auf Freilassung geändert. Dennis akzeptierte diese Änderung. Im Jahr 2003 wurde er wieder nach Full Sutton verlegt, wo er Bücher in Blindenschrift übersetzte. Er verbrachte den Großteil seiner Freizeit mit Lesen und Schreiben. Oft schrieb er auch Briefe an Menschen, die den Kontakt zu ihm suchten. Im Jahr 2021 wurde auch seine selbstgeschriebene Biografie namens Die Geschichte eines ertrinkenden Jungen veröffentlicht. Am 10. Mai 2018 wurde Dennis in ein Yorker Krankenhaus gebracht, nachdem er sich über starke Bauchschmerzen beklagt hatte. Ärzte entdeckten dann, dass er an einer Lungenembolie litt und durch innere Blutungen und Blutgerinnsel sein Leben am 12. Mai 2018 verlor. Zu seiner Beerdigung kamen nur 5 Menschen, darunter 3 Polizisten. Von seiner Familie war niemand anwesend. Die genaue Zahl seiner Opfer ist bis heute unbekannt. Man geht von 15 Opfern aus, bestätigt werden konnten allerdings bis heute nur 12. Einige von ihnen sind auch bis heute unidentifiziert und werden es wohl noch für eine lange Zeit bleiben. Während meiner Reise in London habe ich gemerkt, wie viele schlimme Taten in dieser Stadt passierten. Jack the Ripper erscheint hier dann schon fast am harmlosesten. Aber es ist auch ein tröstender Anblick zu sehen, dass all diese Orte mit schrecklichen Geschichten von der Zeit vergessen werden und heute etwas anderes sind. Ob es der Arbeitsplatz ist, der dann zu einem Café wurde, oder die Wohnung von Dennis, wo heute wieder Leute leben. Die Taten von Dennis Nielsen schockieren mich bis heute. Sie sind einige der düstersten Taten, über die ich je gesprochen habe, und an den echten Orten zu sein, wo all das passiert ist, löste dann doch starke Emotionen teilweise aus. Ich hoffe, dass ich euch diesen Fall gut rüberbringen konnte und ihr vielleicht beim nächsten London-Besuch mit einem anderen Blick auf manche Gebäude schaut, denn es gibt noch unzählige Geschichten, die diese Stadt zu erzählen hat. Einige davon werdet ihr vielleicht noch auf dem Kanal hören, denn meine nächste London-Reise ist schon lange gebucht. Bis dahin,
Gute Nacht und bleibt gesund.